Ajo, was geht für Leute am Start? Für euch herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Silent Hill 1. Das letzte Mal sind wir hier in der Schule angekommen und sind hier in diesem Irak-Raum stehen geblieben. Heute werden wir uns mal ein bisschen umgucken, was wir machen müssen, was wir tun müssen. Dies, das, jenes, Trilala, Pipapo, Chap, Chap, Chap. Oh Gott. Und ich bin ehrlich, Digga, ich hab noch abgeschlossen, dann kommen wir später rein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen unwissend, was wir machen müssen, wie wir es machen müssen, weil ich habe, wie gesagt, das Spiel sehr, 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 sehr lange nicht mehr gespielt, wirklich sehr lange. Und dementsprechend werden wir hier wahrscheinlich das ein oder andere Mal ein bisschen, ja, rumirren, würde ich sagen, um, ja, die Wege zu finden, wo wir hin müssen, dies, das, jenes. Aber das wird ein Spaß, meine Freunde, das wird ein Spaß. Was ist denn das hier? Nichts drin, okay, das ist irgendwie so ein, wie nennt man die Scheiße, du weißt, wo du so Sachen abstellen kannst, Abstellkammer, ganz genau, eine Abstellkammer, okay, die ist verklemmt, da können wir nicht rein, okay, ja, auch in den Schulen sind sehr, sehr viele Türen verklemmt, das ist natürlich bei einem Silent Hill logisch, was ist mit dieser Tür, ist genauso verklemmt, warte mal, sind wir hier nicht schon gewesen, ah ja, ah moin, was habe ich da, der, ist ja kein Wunder, ne, so, Spaß, nee, wenn das ja so ist, dass wir hier alles untersucht haben, dann müssen wir hier nichts mehr untersuchen, ist ja logisch, ne, Pitschka, die Matrina, na gut, dann ab geht's eine Etage höher, da haben wir noch eine dritte Etage, ja, großartig, so, schön, oh ne, ich höre schon diese kleinen Missgeburten, verpisst euch, ich will nicht, nein, Missgestalt, so, da haben wir hier ein schönes, leckeres Toniconius. Kann man immer gebrauchen. Dann, was haben wir denn hier schönes? Ist hier sonst noch irgendwas in diesem Raum? Irgendetwas Besonderes? Vielleicht bei den Bänken? Ne, sieht nicht so aus. Alle sehen gleich aus. Alle sehen gleich aus. Ist hier an der Tafel vielleicht irgendwas? Was ist das für eine Schule, Digga? Das sieht ja aus wie im Zweiten Weltkrieg. Freunde, ich muss doch sagen, ich habe Schule damals gehasst. Ich habe Schule so gehasst wie die Pest. Ich weiß doch damals, Digga, was war's, welches Release von welchem Spiel? Black Ops 2. Musste ich zur Schule, Digga, erstmal 2 Wochen krank geschrieben. Release! Digga, Schuss, ich hab so keinen Bock gehabt, Digga. Recht Schule, ich will zocken. Damals, Story-Modus, Multiflag ist doch der wie, keine Ahnung, Digga, wie ein Toter, Alter. Gott. Wie ein scheiß Psychopath hab ich das Spiel gesuchtet, Mann. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf das neue Modern Warfare. Die letzten Tage hier, das Wochenende war ja die Alpha mit der 2v2-Beta. Die habe ich ein bisschen, ja, mit ein paar Kumpels, also ein paar Kumpels von mir gegrindet. Ja, Steven, Grüße gehen raus an der Stelle, ist ein alter Schulkollege von mir gewesen, so, mit dem ich halt damals, ja, öfters mal gespielt habe. Und mit dem habe ich halt, sage ich mal, hä? Als wäre sie vergewaltigt. Schönen guten Tag. Mein Sein. Ich bringe lecker Dildos. Haben Sie Interesse? Nee. Gut. Bleibt mehr für deine Mutter. Spaß. Also ich habe, wie gesagt, die Alpha mit ihm gezockt und mit, ich glaube, mit Dean. Auch an der Stelle Grüße gehen raus. Der Einzige, der Zeit hatte am Release Day. Ich bin aber ehrlich, Digga, ich habe es jetzt nicht so krass gesuchtet. Es ist nicht, ach so, jetzt ist nicht mal abgeschlossen. Ich hab's nicht so krass gesuchtet. Weil, ich weiß, irgendwie hat's mich nicht gereizt. Ich habe immer so, keine Ahnung, vielleicht am Tag so eine Stunde gespielt oder so. Einfach um, ja, ein paar Videos darin zu machen. Also ich habe das ein oder andere Live-Commentary drin geschrieben, also geschrieben, drin gemacht. Aber jetzt nichts irgendwie, keine Ahnung. Was ist das? Geschichten von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gehend und dann einnickt,
Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Na, das ist halt hier diese Piss-Tastatur. Hier. Es lässt sich nicht öffnen, komisch. Sie hat aber trotzdem... Ja gut, das werden wir später machen können. Aber was dieses Ding jetzt angeht, bin ich ehrlich, ich würde mich mit den Rätseln nicht viel befassen. Ich bin ehrlich, ich würde da einfach in die Komplettlösung luschern, einfach weil ich keinen Bock habe, jetzt irgendwie stundenlang oder so zu überlegen. Auch wenn das, sage ich mal, ein bisschen der Reiz des Spieles, aber... What the fuck? Ja, nu, das ist bei mir schon längst irgendwie, keine Ahnung, vorbei, dieses Gerätsel und so weiter. Was ist denn das? Uiuiui! Bloß eine Katze. Mieze, Mieze, Matze. Hä? Oh. Das klang nicht gut, das klang nicht gut. Das klang gar nicht gut. So. Oh! Das klang nicht gut. Okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite. So. Nein, verpiss dich. Verpiss dich, du Hurensohn. Was ist denn jetzt? Oh Gott! Nein! Verpiss dich! Nein, noch eins! Was? Schwuchtel, Alter. Okay, gut, ich bin noch grün. Richtig. Oh Gott. Richtige Schwuchtel. So. Ist da sonst noch was? Also ein Tonikonius oder... War das ein Tonikon oder das Munition? Ich glaube, das war Munition. Okay, hier ist, glaube ich, sonst gar nichts mehr. Ich kann mich erinnern, dass hier bei den Bänken irgendwas war. Irgendetwas. Was ist denn das? Mülleimer? Was soll das sein? Hat ja jemand in Klassenraum gekotzt. Schönen guten Tag. Ist da sonst noch irgendwas? Nee. Okay, gut. Was ist denn hier drin? Nochmal ein Klassenraum. Ah, gucke da. Ja, das ist kein Klassenraum, das ist... die Bibliothek wahrscheinlich. Keine Ahnung. Sieht aber ein bisschen so aus. Was? Was quietscht denn hier, Alter? Hallo, was quietscht denn hier? Wer will Stress? Hier muss irgendwas sein. Oder? Ah! Das ist egal, Hurenbock. Fick dich! Missgeburt. So, nee. Als wenn hier nichts ist, Digga. Willst du mich verarschen? Na gut. Dann halt nicht. Ah, jetzt ist sie nicht mehr abgeschlossen. Wo sind wir jetzt gelandet? Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ach so. Okay, die war schon offen. Na gut. Okay, von da kommen wir ja. Bumbayash, Bumbayash, Bumbayash. Mein Sohn. Ich glaube, das ist der Raum mit... Ja. Yep. Ich weiß, welcher Raum das ist. Oh Gott. Skulptur der Hand eines alten Mannes. Mit festen, geballter Faust. Als ob er niemals loslassen wollte. Die mussten ihm den Arm abpacken, um daran zu kommen. Und trotzdem sind sie nicht rangekommen, die Missgeburten. Ja, mein. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, cool, Munition. Okay, Freunde, diesen Raum merken wir uns, weil der wird für die Zukunft jetzt gleich vonnöten sein, weil wir nämlich
ja etwas brauchen, um diesen, ja, diesen Faustballen zu lösen. Chemikalie. Okay, das wird wichtig sein. Wir müssen das, glaube ich, mit irgendetwas vermischen. Oder geht das auch direkt so? Ich weiß gar nicht. Oh Gott, verpiss dich! Missgeburt. Gut, die schlucken alle vier Kugeln. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Ich glaube, wir brauchen noch was Zweites, glaube ich. Oder? Ich habe 10 Stück davon. Nee. Es geht direkt. Okay. Oh, wie sieht die Hand jetzt aus? Goldmedaillon. Okay, das ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Mal sehen. So. Jetzt. Ich glaube, wir haben noch eine Etage, die wir hochgehen können. Dieser eine Raum mit dem Fragezeichen. Okay, die Tür klebt. Ah, das ist der Dachboden. Da können wir also noch nicht hin. Okay, gut. Ja, wahrscheinlich dann, wenn wir in der Parallelwelt sind. Können wir, glaube ich, dorthin. Okay, da würde ich aber sagen, jetzt sind wir wieder ganz normal. Wir gehen jetzt mal auf ins Erdgeschoss. Das heißt Erdgeschoss auf dem Pausenhof. Denn da gibt es nämlich etwas, ganz genau hier. Etwas, was ich einsetzen kann, nämlich das hier. Goldmedaillon. Die goldene Sonne haben wir eingesetzt. So, sehr schön. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Und ich meine zu glauben, dass ich jetzt... Oh Gott. Dass sich jetzt das in der zweiten Etage gelöst hat, dieses Klavier. Ich meine zu glauben, dass sich das gelöst hat. Meine ich. Ich weiß es nicht. War es jetzt richtig, die dritte Etage? Nee. Das ist der Roof. Das Dach. Nein! Was machst du? So, jetzt, wo ist das Schlossklavier? Hand, okay, gut. Geradeaus. Piep, 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 piep. Okay, gut, das bin ich, bin zu weit. Aber die Grafik für PlayStation 1 Verhältnisse damals sah nicht schlecht aus. Wirklich, also, und es gab viel, viel, was ist denn da drin? Moin. Es gab viel, viel mehr Spiele, die wirklich, ja, im Gegensatz zu Silent Hill 1 wirklich beschissen ausgesehen haben. Also, da muss man schon sagen, hä? Okay, gut, dann, gut, dann bin ich falsch. Ah, fuck, das war das Fragezeichen, das ist natürlich nichts. Das Wichtige ist ja das Piano, das ist ja gerade links. Das ist ja hier. Jetzt muss die Scheiße geöffnet sein, glaube ich. Ja, jetzt ist es offen. So, das ist bei diesen roten Tasten. Und da würde ich sagen, ich mache jetzt ganz kurz einen Cut. Schau mir das mal an und dann geht's weiter. So, Freunde, ich bin wieder am Start. Ich weiß es jetzt. Habe kurz nachgeguckt. Also, ich meine zu glauben, wenn ich mich jetzt nicht vertauscht habe. Das hier. Das hier. Das hier. Das. Und das. Ja, siehste, Digga. Master Alcatraz, meine Freunde. Master Alcatraz. Nein, Spaß. Ich hab ganz kurz auf YouTube geguckt. Digga, hat jetzt keine Ahnung, Digga. 2 Minuten gedauert. jo. Und so schnell kann's gehen, Freunde. So schnell kann's gehen. Und ich werde das in Zukunft auch so machen, weil ich möchte mich, wie gesagt, hier... Ich möchte euch nicht langweilen. Ich möchte mich nicht aufregen, dementsprechend. Ich weiß, das ist einer der größeren Reize dieses Spiels, zwar diese Rätsel zu lösen, aber für mich war das persönlich schon immer ein großer Abfuck. Ich will einfach zocken und nicht, keine Ahnung, hier irgendwie 10 Jahre nachdenken. Dementsprechend verzeiht mir das.
Na, also, ja, Penis. So, also, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder nach unten und dann wieder zurück in diese Dingens, damit wir, sage ich mal, das einsetzen können, um danach, wie soll ich sagen? Was wollte ich sagen? Ich bin schon wieder falsch. Um danach durch dieses Dingens zu gehen. Komm. Ah, jetzt ist sie offen. Verpisst euch, ihr Hässlichen. Oh Gott. Habt ihr gesehen, da wollt ihr mir wieder an den Jarak. Ihr kleinen Pedokinder, verpisst euch. Verpisst euch. Ein Mann muss euch vergewaltigen, nicht ihr einen Mann. So. Einsetzen. Oh Gott. Ich muss, glaube ich, morgen echt zum Augenarzt, Alter. Irgendwas stimmt in meinen Glotzen nicht. Was? Die Tür ist abgeschlossen. Die Zeiger sind auf 5 stehen geblieben. Oh Gott. Was soll das jetzt bedeuten? Die Zeiger sind auf 5 stehen geblieben. Und da ist das jetzt. Verpiss dich. Missgeboten, Alter. Die Zeiger sind auf 5 stehen geblieben. Wie kann ich denn die ändern? Wie ging das nochmal? Ich hab das vergessen. Wie kann ich die ändern? Da glaube ich irgendwie TÜS irgendwas geschrieben. Das weh ich sie. Das ist ein Speicherpoint, das brauchen wir nicht. Warte, ich gehe nochmal in diese Rezeption. Digga, ich hab euch doch gerade abgeschlachtet. Warum seid ihr wieder gekommen, Alter? Das Doofe bei Silent Hill 1, die spawnen immer wieder die Hurensöhne. Es ist nicht so, dass du sie einmal tötest und dann warst es, sondern die spawnen immer und immer und immer wieder. Lies das doch. 12 Uhr, ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt. In verschiedenen Sprachen erwachen beim... Was soll mir das denn heißen? Was soll das bedeuten? Alchemielabor. Ich weiß. Wie soll ich das jetzt ändern? Ja, geschmacklos. Dein Vater ist geschmacklos. Warte, muss ich hier irgendwas... Oh Gott. Ich bin am Arsch. Ich habe aber auch keine Items, die ich benutzen kann. Wie war das jetzt nochmal, Digga? Die Tür steht irgendwie fest auf 5. Aber was soll das bedeuten? Moment, Mann. Mir ist... Verpiss dich! Aber ich merke gerade, wir haben einen Teil des Gebäudes gar nicht richtig durchsucht. Das ist das Gebäude vor uns. Jetzt habe ich dort irgendwas übersehen, was wir hätten auch machen müssen, oder keine Ahnung. Siehst du? Da waren wir zum Beispiel gar nicht drin und die ist offen. Was ist dieses Vieh? Da ist dieses Rotzvieh, Digga. Okay, gut. Das, was die ganze Zeit so rumläuft, wieder wie so ein Geist. Okay. Beides abgeschlossen. Wir kommen auch nicht auf die andere Seite rein. Nee. Nee. Aber wir haben das jetzt weggelockt. Vielleicht ist ja jetzt die Tür offen.
Weil was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Tür ist abgeschlossen und Zeigerzeit auf 5 Uhr. Ja, wie soll ich denn das wechseln? Das muss ich denn jetzt machen, Digga. Was ist jetzt das Ziel? Habe ich hier irgendetwas übersehen? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Das ist jetzt so eine Situation, wo ich ja keinen Plan habe. Was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt warten? Muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Zombies extra töten? Rechts komme ich ja nicht durch. Rezeption Dingens waren wir. Gut, Mädelstoilette waren wir noch nicht, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Ja, rechte Seite ist wie gesagt zu. Ich versuche mal aufs Mädelsklo zu gehen. Vielleicht haben wir ja da irgendwas übersehen. So, warte mal, das ist jetzt. Geradeaus und jetzt glaube ich rechts. Ah ja. Mädels. Hallöchen. Ist da irgendjemand? Nee. Ja nu. Muss ich jetzt dieses Drecksvieh irgendwie durchjagen, oder was? Der. Bist du schon wieder hier irgendwie? Keine Ahnung. Hast du wieder keinen Plan vom Leben? Warte mal, hier haben wir alles. Ich suche jetzt alles zu. Rechts geht's nicht weiter. Rechts ist alles. Ja? Was muss nochmal oben? Da muss doch irgendwas sein. Irgendwas muss ich übersehen haben. Wir gehen mal nochmal aufs Dach, vielleicht. Nee. Ist immer noch kaputt. Dann bedeutet das, da muss hier irgendwie irgendwas sein. Warte mal, da gab es doch diesen einen Raum mit Dings. Ach, ich bin wieder zu weit. Ich denke, das haben die so scheiße platziert, dass ich immer denke, das ist halt wirklich ganz in der Ecke. Das ist, glaube ich, eins nach vorne und rechts. Hat sich da was getan? Nichts drin. Okay, reintun kann ich aber auch gar nichts. Boah, Jungs, Mann. Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr von mir? Oh, meine Eier. Was wollt ihr von mir? Was habe ich jetzt übersehen? Ah, Ding von den... Oh, warte mal. Warte. Warte mal. Wir sind jetzt, glaube ich... Jawohl. Wir sind jetzt in dieser Etage. Die, zu war. Die war zum Beispiel nicht offen. Und die ist zu gewesen. Also die ist zu. Und jetzt können wir hier rein. Da ist das Mistvieh. Was geht ab? Sind das Pinguine? Was machst du, Bro? Na, willst du hin? Wo du hin wollen, ne? Was machst du da? Guck ihn an. Soll ich dir irgendwas bringen? Willst du vielleicht eine Pizza? Willst du... Ey, ich hab eine gute, stabile Alte für dich, ne? Hast du Bock zu ficken? Du siehst aus wie ein Pinguin, Alter. Ey, ich bin zu einer Pinguinfamilie, ne? Die latschen auch so wie du. Okay, danach nicht.
Los, mach, dass du wegkommst. Missgeburt. So. Okay, Munition für die Pistole. Komische Kinder. Okay, abgeschlossen und klemmt. Na gut, wir haben jetzt aber auch alles. Jetzt ist sie nicht mehr. Oh, jetzt ist sie nicht mehr zu. Das ist ja das Allerliebste. Und was ist jetzt? Kann ich jetzt eventuell? Ich kann immer noch nicht. Immer noch auf 5. Was soll ich denn machen? Soll ich denn irgendwie die Poperze lutschen? Ich weiß es nie. Was willst du von mir? Links ist zu, rechts ist nichts. Ach, Freunde. Warte mal. Bei der Rezeption ist ein Fragezeichen. Ich sag, ich will nicht lange rumrätseln, Digga. Ich rätsel hier schon, keine Ahnung, Digga. 10 Millionen Jahre gefühlt. Alles. Digga, was? Keine Ahnung, Alter. Ich bin irgendwie. Kann ich jetzt hier was machen? Nee. Wirklich nicht? Haben wir kein Fahrzeug? Nö, juckt das Spiel nicht. Oh Gott. Na gut, dann mache ich jetzt hier ganz kurz einen Kack. Ich gucke mal kurz, was wir machen müssen und dann geht's weiter. Oh, Freunde, Freunde, Digga. Woher zum Fick soll ich wissen, dass es noch einen Keller gibt? Verfickte Scheiße. Ah, es gibt doch einen Keller. Den wusste ich nicht, dann kannte ich nicht das. Oh, ich bin so behindert, Mann. Hätte ich vielleicht besser gucken müssen. Oh, Digga. Tut mir leid, wie gesagt, ich habe das... Das ist jetzt, glaube ich, der offizielle Beweis. Ich habe das Spiel nie wirklich viel gespielt. Ich bin zwar... Gut, das heißt nie wirklich viel gespielt. Ich bin zwar, sage ich mal, weit gekommen so... Aber nie ganz durch. Und wo ich das letzte Mal verpisstig gezockt habe, das ist halt, wie gesagt, so lange her, dass ich einfach keine Ahnung mehr habe, Digga. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es hier einen Keller gibt. Wusste ich nicht. Hat für mich nicht existiert. Scheiße. Egal. So, jetzt, das ist übrigens der Grund. Glaube ich. Oder? Heizkessel arbeitet. Ich glaube, warum die Scheiße nicht aufgegangen ist, oder? Kann das sein? Also, wenn es jetzt nicht geht, Digga, dann irgendwie... Dann weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Weil wir haben die Scheiße reingemacht, wir haben diese kleinen Pisskinder gefunden, wir haben... Tolgas Mutter gebumst, die Sachen reingepackt. Ich weiß jetzt nie genau, was das Spiel jetzt noch von uns will. Hetze? Ach Gott sei Dank, Alter, endlich. So, ab geht's, Freunde, in die Parallelwelt. Was ist denn das hier, Alter? Was ist denn hier passiert? Und somit sind wir hier sozusagen in der falschen Publik. Andere Dimension. Eine gute Frage, mein Lieber. Yep. Mm. Obwohl, nein, nicht wirklich. I don't remember this being here before. Naja, mein Lieber.
Es gibt viele Sachen, die wir nicht wissen, die wir nicht verstehen, die wir als unrealistisch betiteln. Wo wir denken, Digga, das kann's doch nicht sein. Davon gibt's vieles, meine Freunde, davon gibt's vieles. So, ich würde sagen, wir gucken uns hier mal so ein bisschen um. Ach, ein rosa Gummiball. Den werden wir noch brauchen. Wozu, werden wir später sehen. Ah, Freunde, es ist aber ein Genuss, dieses Spiel wieder zu zocken. Es ist ein Genuss. Junge, du willst es. Guck mal, ich will euch in Ruhe lassen, okay, so. Ich will ja keinen Stress. Aber ihr lässt mir ja keine andere Wahl. Wisst ihr? Das ist halt das Problem. Oh Gott. Sie Pissviecher. Ekelhafte Pissdinger, widerlich. Bah. Hinfort. Okay, ist das ein leerer Raum? Was zur Hölle? Muss ich das verstehen? Nein, nein. Obwohl? Ah. Er ist doch nicht so leer. Ah. Okay, ich nehme es zurück. So. So useless ist er gar nicht. Was haben wir denn hier vorne? Was ist denn das? Ach, das sind diese Karten. Schlüsselkarten, stimmt. Davon glaube ich, brauchen wir drei Stück. Eine gelb, eine rosa und eine rot, sobald ich mich nicht täusche, glaube ich. Oder täusche ich mich, ich weiß es nicht mehr. Was, hier ist doch nochmal eine Tür. Diese Tür führt uns jetzt zum... Ist das sonst noch was? Nee. Aber wenn wir, glaube ich, diese öffnen, kommen wir jetzt hier wieder auf die andere Seite. Gucke da. Was ist hier? Haben wir hier schon alles untersucht? Nee, das ist jetzt eigentlich nochmal ein komplett anderer Abteil. Ah, schön, dass nicht so viele Türen zu sind, Alter. Finde ich schön. So, was haben wir hier? Tonikum. Auf entspannter Basis. Ja. Und ein Speicherpunkt. Oh cool, nochmal hier Heilung. Auf entspannt. Sehr schön. So, jetzt, lass mich mal ganz kurz gucken, wie viel Munition habe ich noch. Ich hab doch, Digga, ich hab noch so viel Kugeln, Alter. Ah, ich werde mal das Töten von diesen Pisschen ein bisschen unterlassen, weil... Ach du Scheiße. Diesen Raum kennen wir, ja? Der ist uns sehr, sehr bewusst. Was zur Hölle? Aus dem geschmacklosen Bild... Ah. Das sind genau, das ist das, was ich meine. Für dafür brauchen wir jetzt diese Dinger da. Das müssen wir uns merken, diesen Raum. Weil der ist sozusagen das, der, also das, was wir benötigen, um Yarax Solution, nicht was, um Dingens, ihr wisst Bescheid. Um das Tor zu öffnen. Ach, komm schon. Cool, eine Ampulle. Also mehr ist hier nicht drin. Okay. Gut, ganz vorne haben wir noch nichts untersucht. Links ist ja komplett zu. Ja gut, links kommen wir halt nur durch, wenn wir das Tor öffnen. Und bis wir das Tor öffnen... Aber hier waren wir noch nicht drin. So, das hier...
Dann haben wir das hier. Ist es sonst noch was? Ein gewaltiger Ventilator dreht sich. Das stimmt. Oh Gottes Willen. Digga, ist ja voll mit Blut verschmiert hier, Alter. Hat er sich, wie viele Kinder der schon eingesaugt hat. Okay, Freunde, okay. Ja gut, die Leiter, die sind halt, ne? Ich weiß aber nicht genau. Storage Hall, Classroom? Naja. Also ich gucke mich hier mal ein bisschen... Gut, hier haben wir diesen Gummikock gefunden. Warte mal. Ach, das ist ein Puppen. Ich dachte, das wären Kinder, Alter. Scheiße. Ich stell vor, da würden jetzt Kinder hängen, Alter. Boah. Das ist natürlich ein bisschen ekelhaft. Okay, hier können wir, glaube ich, nicht durch. Ne, aber ich kann auf der anderen Seite rein. Piep, 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 piep. Ja, Freunde, so ist das, wenn man da keinen Plan hat, wenn man vom Spiel hat. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe diese Keycard gefunden. Die gelbe. Ich weiß nicht, soll ich die schon mal einsetzen? Und dann muss ich alle drei finden. Ich finde ja nichts anderes. Okay, sie ist abgeschlossen. Dafür brauche ich also einen Schlüssel. Na gut, weißt du was? Ich probiere mal was. Jetzt nochmal ganz kurz zu der Rezeption. Hier links. Na komm. Und ich setze einfach mal den ersten Schlüssel ein. Ach so. Nur eines habe ich... Ja, ich dachte, ich muss alle drei. Okay, gut. Das erklärt einiges. Scheiße. Was ist denn das? Ein Blutbecken. Da hat's geschlachtet. Da hat sich wohl jemand das Leben genommen. Aber ansonsten ist ja, glaube ich, gar nichts. Oder ist hier irgendwas... Irgendwas zum Heilen? Nee. Läuft nicht. Okay. Und hier? Hä? Bin ich dumm? Ich glaube, ich bin komplett gelähmt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Was ist denn das? Was? Wo bin ich denn hier auf einmal? Ach, wir haben zwei Türen. Verstehe ich nie. Was? Warte mal. Wir haben... Ach so. War das jetzt auch nochmal ein Paralleluniversum? Zölle? Alter. Ich glaube, es hackt. Digga. Ist falsch bei euch. Okay, ist hier irgendwas Besonderes? Was ist das hier? Das ist zu, das können wir nicht rein. Was haben wir denn hier schon mit? Okay, oh, Munition, geil. Nehme ich gerne mit. Ein paar Telefone. Brauche kein Yarak in Silent Hill. Die ist verklemmt, wie deine Mutter. Was? Das leitet?
Cheryl! Warte, das war eine Illusion. Nur eine Illusion. Es ist so unangenehm, mit diesen Steuerkreuzen zu spielen, das glaubt ihr nicht. Ja gut, warte mal. Okay. Jetzt hier hoch. Was ich noch sagen wollte, ich habe noch eine PlayStation 1 Mini am Start. Mittlerweile gibt's für die sogar Hacks, wo ich mir so, ich glaube sogar die gesamte PlayStation 1 oder ziemlich viele PlayStation 1 Klassiker draufziehen kann. Und da können wir die auch fürs Let's Play nutzen. Dass ihr Bescheid ist. Okay. Wo ist ein Speicherpunkt? Ich würde jetzt gerne nämlich aufhören. Ah, Shotgun-Muni. Das wird doch interessant. Wir werden hier auf jeden Fall noch eine Schrotflinte finden. So viel kann ich schon mal verraten. Ich will von dir nichts, so willst du mir nichts. Okay? Abgemacht. Ah, warte, von dir komme ich, oder? Yep. Okay. Rechts geht's nicht, dann hier geradeaus. Oh nein, die Pissviecher. Nein. Verpisst euch. Ich will nichts kaufen. Oh mein Gott, ich weiß, was es ist. Das ist dieser Raum. Nee, wie nichts drin. Das ist eklig. Ah! Du Hurensohn. Der hat einen Schlüssel. Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Danke vielmals. Ich glaube, das war der Bibliothekar. Naja, rest in peace, Bro. So, jetzt. Okay, Library ist da vorne links. Jetzt ist aber die Frage. Was ist hier? Okay, das ist kaputt. Da kann ich nicht mal rein. Die Mucke wollte ich so oder so nicht. Und das Klavier sieht wahrscheinlich aus, Digga, als hätten Affen drauf gespielt. Piep, 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 pa, 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 pa. Ta 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 ta. Nein! Ihr Hurensöhne. Okay, gut, dann hier links. Jetzt hier vorne. Rechts. So. Und jetzt. Ah, nee, ich war schon richtig. Hier. Okay, der müsste, glaube ich, nee. Warten das. Okay, andere Seite, na gut, aber man kann sich hier noch ein bisschen umgucken, oder nicht? Okay, ist alles kaputt. Zwei waren auf einmal so kaputt, Digga, die Schule, Alter. Davor hat doch noch alles funktioniert. Ah. Der Bibliotheksschlüssel. Was ist denn hier Schönes drin? Wer klopft denn da? Ein offenes Buch. Okay, juckt ihr nicht. Hier ist auch nochmal eine Tür. Ich glaube zu der. Ja, können wir schon durch. Okay, gut. Nochmal ein offenes Buch. Als er das hörte, sagte der mit Pfeil und Bogen bewaffnete Jäger, ich werde die Eidechse töten. Aber als er mit seinem Gegner zusammen
traf Schlag er zurück und sagte spöttisch, wer fürchtet ein Reptil? Daraufhin zischte die wütende Eidechse, ich werde dich mit einem einzigen Bissen verschlingen. Dann griff der riesige Kreatur mit aufgeworfenem Maul an. Genau das wollte der Mann. Ruhig seinen Bogen spannend, schoss er in das weit aufklaffende Maul der Eidechse. Mühelos flog der Pfeil den schutzlosen Rachen durchbohrend. Und die irgendwas, keine Ahnung. Das ist aus einem Märchen, ja? Das erinnert dich an leckeren Schwanzlutschen. So. Munition, nimm das gefälligst hier. Aber nass, sucht um. Okay. Und jetzt? Ein paar Classrooms. Wahnsinn. Was? Geht also nicht. Na gut. Was ist hier drin? Geht auch nicht. Ist abgeschlossen. Fick dich. Jetzt ist nicht mehr abgeschlossen. Großartig. So, jetzt, ich habe schon das durchsucht. Hier können wir nicht durch. Dann bleibt uns eigentlich nur entweder nach oben oder nach unten auf der anderen Seite. Wir sind bei 50 Minuten, Digga. Krasse Scheiße. Das ist der Roof. Oh, jetzt können wir durch. Kann ich das aktivieren? Nee. Ah, das muss ich jetzt, glaube ich, irgendwo aktivieren. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube, im Keller muss das gewesen sein. Ja, als ob hier wirklich hier in der Parallelwelt einen einzigen Block zum Speichern gibt. Das ist doch ein Witz. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Na gut. Teachroom, Teachroom. Classroom, Classroom. Dann hier durch. Dann würde ich sagen, gehen wir hier durch. Dann hier so rüber. Und dann... Ich glaube, das war hier. Na komm. Ja, das war hier. Na gut, Freunde, da würde ich sagen, wir speichern hier erstmal. Das ist der einzige Block, den wir zu speichern haben. Wir haben heute auf jeden Fall, sage ich mal, einiges geschafft. Und ich bin schon bei 1 Stunde 8 Minuten. Und wir sind schon in der Aufnahme bei über 50 Minuten. Dementsprechend würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Silent Hill 1. Bis dann, haut rein, ist noch ein Wort. Peace out.